Naja, 100 Dollar in der Sackel. Gehen wir zu Das wisst ihr nie. Heo, Schiff, heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt selber ein gleiches Geld geben oder du kannst es aufs Geld ansprechen. Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Im Namen der Solidarität sollten wir uns umsonst helfen. Service, Service, alors buik not full. Money, ja, buik full. Wie bitte? Mein Mann sagen, Geld brauchen für Leben. 100 Dollar, nicht teuer, wenig für große Dame wie Sie. Wie wollen Sie denn das wissen? Eine große Dame wie ich. Na gut, gewonnen. Ich muss jetzt gehen. Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Das wie Danje. Das wie Danje. Ja, man nimmt das Geld in die Hand und wirft Hier, dann was bitte, zu. Ihr Geld. Ich hab's genau nachgezählt. Danke. Also Dollars finden doch nicht schwer, du echte Geschäftsfrau. Ich bin nicht die Einzige. Wir zufrieden mit dir Geschäft machen. Du jetzt Schleusen aufmachen, wird dir sonst nicht helfen. Warum ist es Ihnen eigentlich nicht gelungen, sie aufzumachen? Das kann doch nicht kompliziert sein. Warum was denken us esto, die kleine Madame? Wir probieren mal alles non comprendo, en allora kaputte, en andere Bordell. Zerzwar moi, en boom telefonieren kaputt. Mein Mann sagen, sehr kompliziert, wir nicht verstehen Anleitung. Mein Mann sehr ärgerlich, großes Wut. Jetzt, Telefon kaputt. Das ist aber wirklich zu dumm. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir warten, bis Repariermann kommen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde sehen, ob ich das System nicht auch so wieder in Gang kriege. Du Schlüssel nehmen, Schiffer. Immer Schlüssel brauchen für Schleusen. Du immer brauchen Schlüssel, du große Geschäftsfrau. Okay, danke. Du immer du großzügig. Ja. Telefon machen, dann ich. Telefon 6 machen. Okay, ich gehe vorne nach Schleuse und ich repariere die Schleuse. Ach Gott. Hat mal ein Problem erledigt. Kommt schon das nächste Problem. Na gut. Gehen wir heute halt zu der ominösen Schleuse. Ja, da müssen wir jetzt da durchgehen. Hallo? Kate, mein Mädchen, wie geht es dir? Ich habe gerade gestern erst wieder an dich gedacht, als du diesen herrlichen Feldmantel sah. Fühlst du dich auch warm an? Bei euch da drüben weiß man ja nie, was man anziehen soll. Mama, das ist nett von dir, aber mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Meine Reise verläuft problemlos. Fast jedenfalls. Und wann kommst du zurück? Frank brennt schon darauf, dich kennenzulernen. Frank? Ach ja, dein Opernsänger. Und wie läuft's zwischen euch? Rate mal, womit er mich gestern überrascht hat. Weiß ich nicht. Frank hat mich zu dem großen Wohltätigkeitsabend eingeladen, der von, habe ich vergessen, organisiert wurde. Man hat ihn natürlich gebeten, auf seinem Repertoire zu singen. Und am Ende, stell dir vor, hat er mich auf die Bühne geholt. Deine Mutter, vor Tausenden von Zuschauern. Wirklich? Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Warst du nicht zu ergriffen? Schrecklich ergriffen. Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher noch zum Friseur gegangen und hätte mich entsprechend angezogen. Aber Frank hat mir versprochen, dass er das nächste Mal daran denken wird. Er ist so charmant. Das möchte ich nicht bezweifeln.
Ich wäre so glücklich, wenn du das nächste Mal dabei sein könntest. Wann ist das noch gleich? Zu dumm, ich hab's vergessen. Ach ja, das Alter. Denk immer daran, Kate. Jahre holen uns schneller ein, als uns lieb ist. Ich denk dran, Mama. Ich hab mich sehr über deinen Anruf gefreut. Mach's gut. Du auch, mein Kätchen. Sorry, Leute, aber wenn Mamsch dran ist, muss man schon abheben. Ja, also, sorry. Ah, Spaß beiseite. Das wird die alte Schuchtel. Also gut, wir müssen. Sorry jetzt, weil sonst was die. Müssen wir hier zu diesen Automaten gehen. Das ist also Gesellschaft der Ostschleusen. Ja, jetzt schauen wir sich das einmal an. Ja, genau. Das heißt, da gibt man also wie gesagt den Schlüssel hinein. Ja, einmal Retour nochmal. Da wäre übrigens, sollten Probleme auftauchen, können Sie folgende Nummer anwählen. Ja, das, da steht die Nummer 2766. 6742, also da steht die Nummer, die du dann eintippen und dann nur zuhören musst. Ja. Warte mal, kurz die Zeit mehr. Das ist wohl kaputt. Das ist also das kaputte Telefon. Also gut. Das heißt, du musst jetzt mit deinem Handy aus die Firma anrufen, aber nicht da, sondern so. Das heißt 2766 6742 senden. Hier das Kontrollzentrum der östlichen Schleusen. Drücken Sie bitte die Raute-Taste. Die Raute-Taste, das ist dieses Zeichen. Hier. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Für die Schleusen Koningspast drücken Sie die 3. Für die Schleusen Barockstadt drücken Sie die 4. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Was hat jetzt gerade noch gesagt? 4. Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, drücken Sie die 2. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Naja, jetzt müssen wir nochmal senken. Das heißt 2. Sie möchten den Wasserspiegel der Schleusen von Barockstadt senken. Um zu bestätigen, drücken Sie auf die Stern-Taste. Um Ihre Wahl rückgängig zu machen, drücken Sie die Raute-Taste. Bestätigen wir es. Ihr Anruf wurde gespeichert. Leider ist der regionale Techniker augenblicklich in Urlaub und es ist kein anderer Techniker verfügbar. Wir werden Ihrem Anruf innerhalb von maximal 48 Stunden Folge leisten. Sollte ein dringender Fall vorliegen, betätigen Sie die Schleusen bitte behalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Aha. Na gut. Ach du Scheiße, nicht denkt man sich jetzt, der Techniker in 48 Stunden. Naja, okay, jetzt haben wir das Ganze dort im Manuell eingeben, das heißt Raute.
versenkt. Das Ganze. Jetzt geht man zurück. Wieder zum Ehepaar und gibt mir Bescheid. Geht man da hinunter wieder und sagt man das denen. Heo, Schiff, Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Alles klar, ich weiß jetzt, wie die Schleuse funktioniert. Fahren Sie Ihren Lastkahn hinein. Ich kümmere mich um die Bedienung der Schleuse. Gott verdammt, das ist ein echter Ladis. Alors, range alle Dinge und obligados der Dame. Ach, sehr schön, unser Rotagen. Was sagt Ihr Mann? Du dich beeilen! Wir eilig wollen weiterfahren. Na gut, wir treffen uns dann auf der anderen Seite, bei der Lokomotive, ja? Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Mit der linken Mausentaste immer drauf bleiben. Dann rennt sie. Naja, weiß man ja auch nicht gleich. Gehen wir da wieder hin. So, und jetzt machen wir das ganze Spielchen. Jetzt will sie natürlich, jetzt haben wir gesenkt, jetzt will man aufheben, das gleiche Spielchen wieder. Was hat sie jetzt genau gesagt? Raute 4. Statt 2 drücken wir jetzt 1. Und das bestätigen wir. Das Ganze will ja wohl. Müsste dann sich erheben. Ja, herrlich. Ah ja, ich bin ein Trottel. Ah, das Ganze ist ja auf der anderen Seite. Das Ganze spielt sich ja auf der anderen Seite ab, ja. Da vorher außerhalb. Das Ganze spielt sich ja da ab. Stimmt. Naja. Gut. Heo! Schiff! Heo! Ja, Schiff gut durchgefahren. Du uns noch brauchen? Da lädt man es jetzt eigentlich nur mehr auf die Hilfe an. Und wie machen wir das jetzt, die Lokomotive zu ziehen? Fräulein,
Attach, loco, coco, con Kette. Was sagt Ihr Mann? Du, Kette an Zug festmachen, dann Zug mit Schiff bewegen. Hoppla, und es. Gut, das heißt jetzt, sollen wir den Haken da anmachen. $100. Tja. Okay, Freunde. Ein kurzes bisschen.